Hallo, liebe Pico-Freunde, ich grüße Sie heute aus Chashan. Wie ich versprochen habe, wollte ich Ihnen ja einiges aus der Firma zeigen. Zunächst mal herzlichen Dank, dass so viele positive Kommentare zu dem Shanghai-Video gekommen sind. Hat mich gefreut, dass Sie es interessiert hat und ich war mir da nicht so sicher, aber es waren ja ganz schöne Bilder dabei und insofern herzlichen Dank. Gibt mir Motivation, weiterhin Videos für Sie zu machen. Nun aber zurück in die Firma zu Pico Chashan. Im Moment arbeiten wir gerade an der Neuheit E32, die demnächst ausgeliefert wird. Und da ich seit, wann war es, Mitte oder Anfang März oder Ende Februar bin ich ja dann hier gewesen. Und da ist das Produkt gerade angelaufen und ich habe sie dann mitgenommen zu den einzelnen Fertigungsstufen, will das zeigen. Werde nicht jeden Arbeitsgang filmen, weil das würde dann ein ziemlich langes Video werden und das macht keinen Sinn. Aber ich habe einige Arbeitsschritte rausgegriffen und wollte die Ihnen zeigen. Dann noch eine Geschichte. Es kam viel Kritik in der Vergangenheit, dass der Ton von mir nicht immer so ganz toll ist, wo Sie sicher recht hatten, da ich einmal ohne Mikrofon gearbeitet habe, dann mit Headset gearbeitet habe. Gerade das mit dem Headset, das hat also vor allem mit großen Umgebungsgeräuschen nicht funktioniert. Und jetzt habe ich mir ein Funkmikrofon gekauft. Hier, sehen Sie, wird jetzt lauter, wenn ich runterspreche. Ein Bluetooth-Funkmikrofon gekauft, was also an das Handy angeschlossen ist. Und ich hoffe, dass in Zukunft die Aufnahmequalität deutlich besser wird. Sie werden das merken im Anschluss. Erst habe ich die Sache noch nicht gehabt. Aber ab dem Zeitpunkt, wo wir in die Montage mit der E32 gehen, da werden Sie das dann merken. Ich darf Ihnen jetzt viel Vergnügen wünschen und sollte das Video jetzt noch vor Ostern ins Netz gestellt werden, dann möchte ich Ihnen und Ihren Familien noch ein frohes Osterfest wünschen und werde mich dann nach Ostern mit weiteren Teilen melden. Also viel Vergnügen, schön viel Spaß, weiterhin viel Spaß mit Pico-Produkten und dann schauen wir uns mal die E32 an. Und wie ich heute gerade in der Fertigung sehe, sind wir dabei, die Gehäuse für die E32 einzufärben. Schauen wir uns das gleich mal an. Der Computer macht einige schöne Bewegungen, bringt die fertigen Spritzteile, schon auf die Bank, holt sich jetzt den nächsten Bau und dann geht's gleich los. So, und wenn Sie aus dem Trockenofen kommen, dann werden Sie erstmal ordentlich geprüft. Staubeinschlüsse dabei sind, wo alles in Ordnung ist. Geschehen. Ciao, ciao. Und hier haben wir jetzt die Spritzleer nochmal zu überprüfen. Er sagt, diese Stelle. Und dann einzeln gespritzt. Also man sieht schon,
Und nachdem wir jetzt also das Gehäuse farbgespritzt haben, sind wir dabei, die ersten Druckvorgänge anzubringen. Und hier wird jetzt ein kleiner Druck auf die Seite aufgebaut. Schauen wir uns mal an. Schwarze Fläche. Und heute wird jetzt die Loknummer drauf gedrückt. Schauen wir uns mal an. Und jetzt zeige ich Ihnen noch einmal ein weiteres Teil, was wir drucken. Sehen Sie den kleinen gelben, die kleine gelbe Fläche? Jetzt schauen wir uns das mal an, wie das gedruckt wird. Und dann weiß man hinterher, was das für ein Aufwand ist, Lokmodelle in hoher Qualität herzustellen. Und das kann eben nicht jeder. Und Pico zeichnet sich da, glaube ich, schon sehr aus, dass wir eben sehr genau sind und alles exakt machen und eine hohe Qualität beim Druck erhalten. Und nachdem wir das gedruckt haben, wird das natürlich von der Leinliederin dann nochmal gecheckt, ob alle Schriften auch in Ordnung sind, überprüfen mit dem Computer. Is okay everything? Okay, everything okay. Everything okay, good. Thank you. Ja, also wird genau geprüft. Also irgendwann wird die E32 dann auch fertig sein. So, heute will ich Ihnen mal zeigen, wie wir die Pantographen für die E32 machen. Hier sind Sie an diesem Arbeitsplatz sind Sie schon fast fertig. Es fehlen noch die Federn oben. Und dann geht es zum zweiten Arbeitsplatz. Hier werden dann Biegevorrichtungen gemacht. Und hier werden auch die kleinen Federn gesetzt. Die dann hier zu sehen sind. Arbeitsplatz kommt die Wippe dran. Also Sie sehen, viel Arbeit, viele Pantographen. So, heute ist es bei der E32 soweit, dass wir Fenster ins Gehäuse montieren und die Dachausrüstung anbringen. Also das ist das hier, was wir jetzt machen. Schauen wir uns jetzt mal an. Hier ist quasi der letzte Arbeitsgang. Wir gehen dann mal kurz vor und fangen vorne an. Wir werden jetzt die Lampen eingesetzt. Thank you.
hier sind wir dabei, die Dachausrüstung anzubringen. Und die ganzen farbgespritzten Einzelteile. Und dann wird munter. Und dann die andere Seite des Daches. Hier kommen jetzt die Fenster rein. Ich bin jetzt gerade im Sub-Assembly Department und lasse mir vom Supervisor mal die Teile zeigen, die jetzt vereinzelt werden müssen. Das sind also Isolatoren und hier, James. Und hier sieht man, wie die Mitarbeiterin die einzelnen Sachen vereinzelt. Richtig viel Arbeit. Okay. And? Ja. Also man sieht, und an einem anderen Arbeitsplatz haben wir nochmal auch ein paar kleine Teile. Das mit der Scharfstellung ist das immer ein bisschen ein Problem, macht nichts. Sind Lampen, Schätze. Also Sie sehen hier, unheimlich viele Teile müssen alle vereinzelt werden. Und das, und dieser Haufen Kunststoff, gibt dann irgendwann mal die tolle E32. Wir werden später sehen.